Nein. Scheint nicht nah genug zu sein. Schuhe. Haben dem letzten Typ auch nicht geholfen. Der geht nicht auf. Ja, ich habe ja so viel Nützliches da drin gefunden. Wow, zwei Dörrfleisch. Oh, Feuer, die ich eh nicht nutze. Lese ich später. Weiterer Höhleneinsturz. Sturz. Mehr Spinde. Leider Gottes liegen meine Freunde jetzt irgendwo in deiner Nähe. Ein Freund in der Not ist ein wahrer Freund. Aber ein toter Freund ist schlechte Gesellschaft. Mögen sie alle in Unfrieden ruhen. Was auch immer. Rohre sind trocken, dieser ganze Ort hier ist tot und das aufgefangene Wasser ist eine Nuance brauner, als es sein sollte. Kann ich da reinpacken oder so? Auch nicht. Wie komme ich jetzt hier wieder weg? So. Oh, vielen Dank. Nur, wenn ich so in mein Inventar sehe, hat mir das jetzt auch den Text, den ich jetzt lesen werde, wenn es irgendwo sicher ist. Danke. Notizen, letzte Worte des Minenarbeiters. Moment, der ist schon wieder ziemlich lang. 24. Februar 1972. Oh, nach 1970. Ich schreibe diese Zeile mit dem Wissen, dass sie gleichzeitig auch mein Testament darstellen werden. Drei andere Minenarbeiter und ich wurden knapp unterhalb des Hauptstarres eingeschlossen. Ah, das ist wieder viel zu viel Text. Ich zeige die wieder kurz. So. In seinem Spind liegt sein Code. Moment. Dann war das der Spind, den ich nicht aufbekommen habe. Dann muss ich da nochmal ran. Okay. Nochmal rein. Ich muss diesen Spind irgendwie aufkriegen. Coole Sache. Jetzt komme ich aber immerhin da rein. Und muss mich nicht nochmal durch die Spinnen kämpfen. Umkleideraum. Und irgendwas hatte Red gegen die Leute hier. Umkleideraum. Bliblabla. Wieso geht der denn jetzt auf einmal doch auf? Leerer Zettel. Ich könnte schwören, der ist gar nicht so leer. Was hast du dir denn jetzt persönlich notiert? Ich habe einen Zettel gefunden, aber wie ich so wie ich das sehe, steht dort kein Code drauf. What? Verwende Zettel auf Wasser. Verwende Feuerzeug auf Zettel. Besenzettel. Er sagt nur nein. Das auf Zettel. Nein. Ja, bastelt dir mal einen Weg hier raus. Das wäre vielleicht sogar ganz cool. Ein leerer Zettel. Der hat es jetzt so gebracht. Ich frage mich gerade, wo könnte ich diesen Zettel verwenden? So, das gibt mir jetzt erstmal ein sicheres Gefühl hier. Und das war sogar gut anscheinend.
cool. Wow, ich mach mal was richtig. Yay. Dieb, 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 dieb. Nur, was fange ich jetzt mit diesem komischen Zettel an? Speichern konnte ich auch noch nirgends. Ich habe so viele Speicherpunkte am Anfang rumgeschmissen und jetzt keinen einzigen mehr. Wundervoll. Ich werde auch gar nicht mehr in diesen Spinnentunneln nachgucken gehen, weil das einfach nur lächerlich ist. Stimmt, man konnte ja nicht auf die Weise speichern. Wo kann ich denn jetzt noch hin? Ich gehe noch mal. Moment. Von hier bin ich ganz am Anfang gekommen. Ich gehe noch mal zur Sektion C. Hier ein Tier gehört. Ich habe was fiepsen gehört. Oder ich drehe inzwischen selbst komplett am Rad. Das kann auch sein. Das wäre auch super. Es muss hier doch irgendwas geben, irgendwo, was mir weiterhilft. Irgendwas? Oder auch, was hat's mit diesem Schrank hier auf sich? Ah! Ich kann ihn augenscheinlich auch nicht verschieben oder so. Liegt da oben was drin? Das wäre noch eine Idee. Ja, wenn man mit den Kisten mal ein bisschen besser interagieren kann. Ach, das wäre so schön. Komm mit, Kiste. Du bist mein Freund. So, hüpf. Ist auch nichts drin. Da ist auch nichts drauf. Komm nicht weiter. Das ist super. Dieben, die, dieben, die, dieben, die, du. Vor allem so viele Optionen bleiben mir ja gar nicht. Ich kann quasi jetzt inzwischen in Schacht 12. Der ist ja jetzt offen. Der ist offen. Den habe ich aufgemacht. Die werde ich nie öffnen können. Stimmt, die war ja auch noch da. Diese mysteriöse Tür, die irgendwas bringt. Und dann doch nicht. Wird es wohl hier weitergehen noch? Irgendwie. Mit Gewalt. Oder so. Ja, Ketten. Die sind das große Problem hier. Was könnte man denn hier noch anstellen? Jetzt will er den nicht mal mehr verschieben. Ich hätte den noch perfekt dafür nutzen können. Verwende Schraubenzieher an Karren. Nein. Verwende Schraubenzieher an Kette. Mauer. Mauer ist komisch. Lag. Das ist wirklich meine einzige Theorie. Ich muss mit dem Karren da reinfahren.
Aber wie kriege ich den Karren dazu, hier hinter die Ketten zu kommen? Ketten hindern den Wagen am Wegrollen. Nein, das macht auch keinen Sinn. Das bringt auch nichts. Was könnte ich denn noch kombinieren? Das nicht. Ah, ein brennender Besen. Auf jeden Fall. Ich muss das Ding... Ich habe irgendwo einen Bolzenschneider oder sowas übersehen. Das kann auch sein. Sehr gut. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Und alles, was ich tun kann, ist quasi nochmal das komplette Döns abgehen und schauen, ob ich irgendwo irgendwas vergessen habe. Oh, Mann. Refinery. Nochmal zur Refinery. Lüdel, 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 lüdel. Dabidibidi. Warum ein Weihnachtslied? Dam, didip, dip, 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 hüpf, hüpf, dap, 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 dap. Dap, dap. Schacht 13. Nein, Refinery ist diesen Weg. Diesen Weg. Diesen Weg. Diesen Weg. Und jetzt ist sie verschlossen. Ach stimmt, die klemmte ja. Dann bleibt mir rein theoretisch... Ja, was bleibt mir denn dann? What? Was zur Hölle bleibt mir denn dann noch? Gar nichts mehr. Ach, was ist denn? Oh, Werkzeugkasten. Jetzt sag nicht, dass da was drin ist. Das wär's jetzt gewesen. Morlag. Sehr gut. Ich habe keine Ahnung. Gerade nicht die geringste. Was war denn Chef 13? Das war das Klimbim hier. Da möchte ich nicht nochmal runter. Und hier gab es an sich auch nichts mehr. So wie ich das sehe. Gab da eine Ration? Gab da unten drin nichts? Hat hier nicht auch irgendwo ein Buch gelegen? Hier drin war ein Buch. Meine ich zumindest. Ja. Bei Anfang kann ich damit ja auch nichts. Zünde es an, los. Oh man. Da unten drin war auch nichts. Brauner als es sein sollte. Feuerzeug? Doch der Zettel? Ich komme nicht weiter. Und ich möchte unter keinen Umständen nochmal dort hinein. Plonk. Plonk. Was bleibt mir denn sonst noch? Eine Tür zu den Hauptschächten. Code. Und auf dem Zettel steht kein Code. Code. So. Namen, 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 Namen. Ach, es ist dumm.
Ist es dumm? Ja, das ist cool. So und so. Hey, es hat geautosaved. Dann sag ich mal, ich mache hier Pause. Und wenn ich was rausgefunden habe, dann bin ich wieder da. Ich bin Emiro, das war's damit. Penumbra, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.